Diese Uniform steht hier unglaublich gut. Sehr sexy. Sehr sexy. Geht es jetzt gleich weiter mit dem nächsten Film oder hast du ein bisschen Urlaub? Ja, ein bisschen im Moment Tochter, und aber es geht auch gleich am 3. Mai weiter. Also ich sitze noch Traumschiff, die Landsachen in Las Vegas und dann zwischendurch ein bisschen Köln. Echt? Ja. Hm? Ist ja toll. Wie viel Traumschiff machst du pro Jahr? Zwei? Nein. Eins? Nein, ich mache auch nicht jedes Jahr eins. Das ist jetzt eins mal wieder. Und wo lebst du jetzt? In Hamburg? Jetzt im Moment ja. Ja. Ist das ein großer Unterschied? Ich meine, eine große Umstellung zu Mallorca? Oder? Ja, also in Hamburg ist dann Sommer, wenn der Regen wärmer wird. Und Mallorca hat man wirklich Sonne gehabt. Also das ist schon mal ein großer Unterschied. Und dann ist es ist halt Deutschland. Ja, es ist ein Unterschied, aber es ist auch schön. Hamburg ist eine schöne Stadt. Wir freuen uns, Mädchen, dass du zurück bist in Deutschland. Schön. Tini Plate! Mein Name Tini, darf ich sagen? Christina. Ah, doch. Christina Plate. Inzwischen ist es schon wieder gut, weil dann wird das Alter wieder jung. Na komm, Das ist toll, wie du deine Figur wieder zurückgekriegt hast nach zur Geburt. Ja, du trinkst ja Wasser, ne? Ja, ich trinke Wasser. Okay, nicht wieder über ein Jahr Pause machen, bis du zum nächsten Mal zu uns kommst. Es ist immer sehr, sehr erfrischend, wenn du hier bei uns zu Gast bist. Schön. Okay, ja. Danke dir, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Gleich meine Krabbe! Quizfire im Rahmen der großen Quiz-Offensive. Wie oft macht ihr Sendung? Wir sind täglich Montag bis Freitag, 17 Uhr. Ist das immer live? Nee, ich lerne ja im Moment permanent neue Begriffe. Live on tape. Genau, das heißt, wie wir. Wir zeigen um 18 Uhr auf, um 19 Uhr wird es gelöscht und um 23:15 Uhr gesendet. Ja, live on tape. Das heißt, macht ihr 50 Sendungen pro Tag oder wie viel macht ihr pro Tag? Wir machen 5 pro Tag. 5? Hm? Das muss es sein, weil die Kandidaten teilweise in die nächste Runde kommen, oder? Ja, das ist ja das Problem. Wir können nichts nachdrehen, wir müssen alles ganz schnell machen. Und wenn denn was schief läuft, dumm gelaufen, weil die Kandidaten wollen Geld. Und wenn wir dann irgendwann mal sagen, hey, ups, du hast doch nicht gewonnen, wir machen das nochmal. Das ist dann immer etwas ärgerlicher. Ja, klar, natürlich. Die Kandidaten rennen gleich zur Presse und beschweren sie und so weiter. Oder haben die so knüppelharte Verträge, dass sie schweigen müssen? Müssen die natürlich. Muss man denen beibringen. Ist es eine Premiere als Fernsehmoderator? Nee, ich war jetzt ein Jahr lang bei RTL 2. Aber ich meine mit so einem Quiz. Was hast du bei RTL 2 gemacht? Call TV. Call TV, ja. Das heißt, da rufen Herrschaften an und wollen irgendein Tresor aufmachen. Genau, wollen Geld. Aber jetzt so mit Kandidaten, mit so Geldgierigen, Auge in Auge gegenüber, das ist ja doch was anderes, als wenn man die Geldgierigen zu Hause hat und weiß, sie schaffen es eh nicht. Wobei wir übrigens damit, mal ganz kurz, darf ich einem ein Bildchen erzählen? Selbstverständlich. Also meine schönste Antwort, wir haben Call TV Sendung Leute rufen an. Ja. Und wir hatten einen Menschen, eine Frage, eine Antwort. Für 20.000 Mark, welches von Menschen über Hand erbaute Sicherheitsbauwerk kann man vom Mond aus sehen? Kleiner Tipp, es steht im asiatischen Raum für 20.000 Mark. Antwort? Horoskop. Das war unsere Sendung. Wir waren auch immer dankbarer Lieferant für Premiere, für Zapping. Und ja, aber das ist aber großartig. Das ist eine großartige Antwort. Das finde ich großartig. Kannst du dich da noch an deine Reaktion erinnern? Ich meine, hast du den dann irgendwie, fällt da unser Hörer aus der Hand, oder nicht? Ja, das Problem ist, du stehst da und hast die Kamera im Gesicht. Und ein besonderes Highlight war unser Kameramann, der hat sich mal besonders mitgefreut. Das ist so ein kleines Öhrchen und hörst du aus der Regie, das hat er nicht gesagt, das hat er nicht gesagt. Und mein Kameramann ließ sich einfach nur nach hinten fallen, lag auf dem Boden, trommelte, die Kabelhilfen machten eine Riesenparty und du hast die Kamera im Gesicht und denkst, ich bringe euch alle um. Und der Kandidat hat nur eine Möglichkeit zu antworten. Ja, und jetzt willst du den natürlich auch nicht so schlecht aussehen lassen und versuchst dann irgendwie dann auch noch, das ist aber ganz knapp daneben. Ja. Und wieder hat er gesagt, schade und kommt mal vor. Nee, er war zickig. Er wollte dann wirklich den Tresor, aber ja. Aber ich finde, das ist eine großartige Antwort. Sicherheitsbauwerk auf Horoskop, da muss man erstmal drauf kommen. Oder? Du bist gerade umgezogen, ist das richtig? Oder du hast die Handwerk im Haus zumindest gehabt? Immer noch. Wirklich? Was heißt das? Du renovierst, während du weiter in der Wohnung wohnst? Bist du einer von denen, die das... Ja, ich habe als alter Harald-Schmidt-Fan gelernt, kauf dir was Eigenes, dann hast du was fürs Leben. Das gilt nicht mehr. Ich hätte es nicht sagen sollen, es ist falsch. Tut mir leid, dass du es gehört hast, diesen Satz. Ich bereue diesen Satz. Es hätte heißen sollen, zieh irgendwo zur Miete ein und gib den Rest aus. Aber tut mir leid, aber es ist zu spät. Diesen Rat würde ich jetzt auch geben. Was hast du gekauft, eine Eigentumswohnung? Ja, für ein Häuschen ist es noch nicht gereicht. Wo ist die Wohnung? In Düsseldorf. Denn was ist wichtig? Die Lage, die Lage. Rechtsrheinisch, linksrheinisch? Mitten im Herzen. Das heißt, auf der richtigen Seite in Düsseldorf, Zoo. Zoo, oh, teures Viertel. Ja. Da kostet der Quadratmeter schon mal an die 6.000 Mark, oder? Mhm. Naja, gut. Also es gibt auch so Straßen, die haben die richtige Adresse, aber sind nicht ganz so teuer. Und das ist ganz nett. Problem ist nur, wenn du dir was kaufst, liebe Zuschauer, renovieren Sie nie.
Vor allem nicht, wenn Sie schon keine drin Handwerker und hast du alle Gewerke drin? Installateure, Maurer? Ja, ja, weil ich dachte, Gott, jetzt hast du denn mal, hast du was Eigenes und dann mach es einmal richtig. Das heißt, so wirklich alle Leitungen neu und so alles neu machen. Das Ergebnis ist, wir wollten in 4 Wochen fertig sein. Das war vor einem halben Jahr. Ja. Und Gott, ja, also wir hatten halt auch einige Extreme dabei, einige Fachleute und es ist so alles schiefgegangen, was möglich war. Um wie viel Prozent, nur die Prozentzahl, ist das Ganze schon teurer geworden als geplant? Etwa 150. Das ist aber eigentlich normal. Und wir sind noch nicht fertig. Ja, habt ihr so spezielle Sachen, so irgendwie, dass man, wenn man den Badezimmerspiegel dreht, in der Küche steht und so kleinen Schabernack, dem ein Freund, der Architekt ist, entwirft? Nee, dafür ist sie nicht groß genug. Ich wollte einfach nur eine Badewanne und eine Heizung. Wie viele Quadratmeter hatten die Wohnung? 100. 100? Das heißt 580.000 Mark für die Wohnung und jetzt noch 400.000 Mark für die Renovierung. Ja, Wir müssen ja noch das reparieren, was dabei schiefgegangen ist, weil während der Renovierung haben wir diese Fachkräfte 5-mal die Wohnung unter Wasser gesetzt. Einmal durchgebohrt zum Nachbarn, einmal vom Dach irgendwelche menschlichen Unrat durch ein kleines verbliebenes Loch, das ich nicht kannte, auf meine neue Zwischendecke, weil er dachte sich, mein Gott, der Weg zum Prixi oder Pixi, wie der heißt, das ist ja einfach zu weit. Das kommt schon mal vor, ja. Und ich wunderte mich immer, was ist das? Also solche Geschichten, also es ist viel passiert, ja. Auch schon den Kasten aus dem Stehen, den Handwerkerkasten auf das neue Parkett fallen lassen? Oder in der neuen Toilettenschüssel die Zigarette ausgedrückt? Ja, also das zum Thema Parkett. Also ich habe jetzt, es ist ja wundersam, wie schnell man Parkett verlegen kann, weil irgendwann kommt es immer so wieder hoch, wenn es mal wieder nass war. Und der letzte war gestern. Ja. Also nachdem wir jetzt endlich zum das neue Parkett hatten, hat sich jetzt einer der Handwerker überlegt, Mensch Gott, irgendwie jetzt hatten wir schon alles, jetzt machen wir was Neues. Und dachte mal, Wasser durch die Decke, das hatten wir noch gar nicht. Und das hat er jetzt gestern gemacht und jetzt schauen wir mal. Ich würde sagen, wenn das Parkett liegt, lass mal einen testen, ob der Kleber krebserzeugend ist. Viel besser war der Tipp des Versicherungsmannes, der heute Morgen da war, weil der wollte das ja aufnehmen. Und der sagte mir, legen Sie das besser nicht, man weiß ja nicht, ob noch mal was kommt. Lassen Sie es besser. Und, Meiner, schön, dass du einen Job hast. Ja, wir drücken dir die Daumen, dass es weiter erfolgreich läuft. Meiner Krabbe, meine Damen und Herren, danke dir. Und toi, toi, toi für den Umbau, Nerven nicht verlieren. Ja, es ist irgendwann die Stunde. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Morgen Abend Atze Schröder und die RTL 2 Nachrichten-Lady Nazan Eckes. Dankeschön, gute Nacht. We'll be right back.